Ich zeige euch heute, wie wir Bubble GDPR compliant machen, was vor allem in Europa ziemlich wichtig ist. Ich zeige euch zwei Wege. Der erste ist, wir gehen auf Plugins. Ihr wählt das Cookie Consent Plugin von Bubble aus. Das ist ein kostenloses Plugin und installiert dieses. Jetzt braucht ihr eine Datenschutzerklärung. Die müsst ihr natürlich vorher separat anlegen. Und könnt nun das Theme angeben. Soll das dunkel sein oder hell? Und soll das oben oder unten sein oder floating? Ich mache Dark Top. Die Sprache könnt ihr in den Language Settings ändern. Ihr geht auf Settings, Languages und wählt hier Deutsch aus. Und dann seht ihr, und ihr seht nun hier die angepassten Cookie-Einstellungen. Wir previewen das Ganze. Und ihr seht nun hier, wie wir, wenn wir auf Erfahren mehr, kommen wir auf die Datenschutzerklärung. Und ich möchte euch einmal in der Chrome Console zeigen, was passiert. Wir gehen auf Inspect. Ich nutze Google Chrome. Machen das Ganze ein bisschen kleiner. Wählen hier aus die Application. Und in der Application sehen wir nämlich jetzt Folgendes. Und wir sehen nun, dass alle Cookies hier aktiv sind, bevor wir eigentlich zugestimmt haben. Das heißt, wir akzeptieren nur. Das ist kein Opt-in, sondern das ist ein reines Ich verstehe. Und wenn wir auf OK klicken, wenn wir jetzt drauf sehen, sehen wir Cookie Consent Dismissed. Das heißt, wir haben trotzdem vorher die Cookies erhoben und haben jetzt ein Ich akzeptiere. Das war bis vor kurzem ausreichend in Europa für GDPR und Bubble hat das über Osano gemacht. Und dieser Consent Cookie ist auch in sich okay. Nichtsdestotrotz ist es nicht perfekt GDPR-compliant. Und daher zeige ich euch jetzt nochmal eine zweite Version, wie man wirklich GDPR-compliant ist. Als erstes deinstallieren wir das Plugin. Und wir bauen quasi jetzt unseren eigenen Cookie-Erhebungsmechanismus. Dafür gehen wir auf Settings, General. Und ihr seht hier, dass bei neuen Visitors keine Cookies gesetzt werden sollen. Das müssen wir akzeptieren. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Seite. Wichtig ist aber im Inkognito-Modus. Das heißt, ihr kopiert die URL und macht ein neues Inkognito-Modus. Applications. Und ihr seht, jetzt haben wir nur einen Cookie. Das ist von Cloudflare ein essentieller anonymer Cookie. Diesen brauchen wir, ansonsten geht das nicht. Das heißt, das ist auch okay nach GDPR, dieser Cloudflare Cookie zu erheben. Ansonsten funktioniert die Seite nicht. Das ist Und jetzt bauen wir, also wir sehen, jetzt haben wir keine Cookies. Jetzt müssen wir das akzeptieren. Wie machen wir das? Wir gehen dafür zurück in Bubble und erstellen ein Pop-up. Wir haben jetzt hier einen Text, wo wir klar beschreiben, wie das Ganze funktioniert. Machen hier einen Button alle akzeptieren und darunter noch mal einen Button ablehnen. Und darunter verlinken wir nochmal die Cookies- und Datenschutzrichtlinie. In der Cookie- und Datenschutzerklärung verlinken wir auf eine externe URL.
nämlich unsere Datenschutzerklärung und öffnen das in einem neuen Tab. Im nächsten Schritt geht es darum, die Workflows zu entwickeln. Wir haben im User-Modell bei Daten ein neues Feld, Cookies zugestimmt. Das ist Boolean und der Default Value ist Nein. Wenn wir jetzt die Seite öffnen, Pages loaded und Current Users, Cookie zugestimmt ist Nein, dann Element Action Show zeigen wir dieses Pop-up. Im nächsten Schritt geht es darum, das Pop-up, die Workflows zu definieren. Wenn wir auf alle akzeptieren, Start Edit Workflow, dann Account, Opt-in to Cookies und Account, Make Change to Current User. Cookie zugestimmt ist Ja. Und Element Actions Hide das Pop-up. Wenn wir auf Ablehnen klicken, Account, Opt-out from Cookies und wir brauchen kein Change im Current User, weil wir den Default Value Nein haben und Element Actions Hide das Pop-up. Und wir schauen uns das jetzt an im Inkognito-Modus. Preview. Wir sehen jetzt, wie das Pop-up kommt und schauen uns eben nun im Unterschied zu vorhin auch nochmal die Cookie-Sachen an. Wir gehen wiederum in den Inspektor auf Applications. Wir sehen, aktuell ist nur das Cloudflare-Cookie aktiv. Wenn wir auf Alle akzeptieren gehen, sehen wir, wie das Pop-up weg ist und wir nun die anderen Cookies von Bubble bekommen. Das heißt, jetzt sind wir auf jeden Fall consented. Wir machen jetzt noch einmal einen Test. Das heißt, wir starten ein neues Inkognito-Feld. Diesmal gehen wir wieder in den Inspektor, Application und wir klicken auf Ablehnen. Und wir sehen, wie keine Cookies da sind. Dadurch ist Bubble jetzt GDPR-compliant. Schließlich noch ein paar Variationen. Ihr könnt statt einem Pop-up auch eine Floating Group machen, um das entweder oben oder unten dauerhaft anzuzeigen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, das natürlich granular zu machen. Das heißt, statt alle zu akzeptieren, nur die Marketing-Cookies zu akzeptieren oder nur die wirklich notwendigen Cookies. Das geht aber leider mit der aktuellen Bubble Cookie Policy nicht, weil wir entweder ein Opt-in haben oder ein Opt-out, aber keinen granularen Opt-in oder Opt-out. Es ist aber trotzdem, wenn ihr in der Datenschutzerklärung alle eure Cookies klar definiert, ist es trotzdem 100% konform mit GDPR, alle akzeptieren zu haben. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin viel Erfolg mit Bubble.